so, liebe Menschen da draußen, wir sind wieder bei der Geisterjagd. Eigentlich wollte ich ja mal rausgehen, aber das Wetter bessert sich hier nicht. Es ist immer noch super hart verregnet. Und ja, nicht wundern, im Hintergrund sitzt meine kleine Tochter. Hupi, Hupi, ne? Hä? Was war das denn? Ja, genau, meine kleine Tochter. Aber die guckt hier so ein bisschen zu, aber die sieht man auf der Cam nicht. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, soweit ist, ja, ganz okay. Ich muss hier tatsächlich bald mal jetzt ruhig machen, leise machen, weil dieser dieser Ghostbuster-Song, der stört YouTube wieder von der GEMA her. Krank, oder? Wenn ich das auf Twitch bringe, was... Das ist so geil mit dem Act of Wonder. So, oh, was haben wir hier? Du hast Belohnung, die tägliche Baba-Anmeldung. Wuhu! Ich will alles haben. Das hier. Ich finde Geld cool. Belohnung für der. Ja, gib her. Noch mehr, ich will mehr davon. Ja! Okay. Cool. So. Betritt keine Blablabla, das kennen wir ja schon bereits. Berühre die geistige Karte, Blob. So, was haben wir denn? Oh, guck mal hier, Alter. Auch nachts, wie jetzt ist Abenddämmerung tatsächlich hier bei uns auch. Bloß bei uns sieht man nicht so viel. Weil, warte mal. So. Abenddämmerung hier, genauso wie bei uns auch. Bloß davon sieht man nicht sehr viel, weil ja halt Regen und so. Huch. So, wir haben zwei Geister, der gleiche. Zwei ist gut. Quasi umzingelt von Geistern, Alter. Scheiße. Oh ja. Was wollt ihr denn immer, wenn ich Aufnahme mache? Mann, ey. Voll dumm, die Idioten, Alter. Ernsthaft. Ich lösche gleich alle meine. Wenn das jetzt noch einer ist, der mir hier noch eine Nachricht schreibt, den bringe ich noch heute um. Und so. Oh, ich habe außerdem schon jemanden angeklickt. Natürlich den freundlichsten Geist, ja. So, wollen wir mal kurz gucken. Oh, ein bisschen sieht man den Hintergrund. So, locker, der musste mal gucken. Warte, ich muss mal kurz die Kamera ausschalten. Genau. Das haut immer nicht so ganz hin. So, das ist ein geil. Siehst du im Auto. Oh mein Gott, ne? Au, der greift mich an. Oh, wo ist er? Da. Oh. Ah, kontern. Ah, scheiße, ich muss nachladen in dem Moment. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Dich radiere ich aus, mein Freund. Komm her, mein Dickerchen. Komm her. Au. Ich glaube, wir sind fast tot. Der macht uns gerade echt kalt. Hat er uns kalt gemacht? Echt jetzt? Du wurdest besiegt. Ja. Lebende Rüstung. Erde hat dich besiegt. Scheiße. Wir müssen es nochmal wagen. Das ist ja nicht so klasse. Aber ich wollte sowieso jetzt gerade nochmal ein bisschen hier rumgucken gerade. Ich hatte ja aus Versehen drauf gedrückt, das war mir nicht bewusst. Das war mir nicht bewusst. Aber man muss ja auch mal, man muss auch mal verlieren können, ne? So. Alter, wenn ich den dahinter sehe, dann. Oh. Du musst ein bisschen ruhig sein, Locke. Ne? So, meine E-Mail werdet ihr hier nicht erfahren, so schnell. So, folgedessen ist das ja auch erstmal egal. So, ich fange mal hier so ein Thaddäus ein. Thaddäus, 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 Deus, Deus. So, den habe ich Bock. Komm, Thaddäus. Wollen wir uns ziehen. Wir Cam ausschmeißen. Da ist schon wieder einer. Oh Gott, oh Gott. Na, du hässliches Tier. Sitzt direkt auf mein Lenkrad. Hey, ich hab gekontert, Mann. Wo bist du? Yay. Den haben wir gefangen. Sehr schön. Wir machen noch mal kurz Werbung für einen gewissen Laden, an dem wir hier gerade sind. Ein Manegeshi.
Wurde gefangen. Ja, da erstmal auf die Namen dabei kommen, ne? Wie diese Geister überhaupt heißen. Wir haben 3 Geisterfallen hinzubekommen, was ich natürlich sehr stark finde. Und ein Manigeshi. Du hast zum ersten Mal einen Manigeshi gefangen. Ein neuer Eintrag in Tobins Geisteratlas wurde angelegt. Das ist schon mal so schön. Wir können uns dann mal weiter angucken. Ja, gleich. Aber wir haben ja noch ein paar Geister zu erledigen hier. Ja. Warte. Ich hätte die Cam gar nicht erst anmachen müssen, ne? Da guck mal, den Fettsack, den holen wir uns gleich, ne? Oh, was haben wir dahinter, Alter? Ach nee, hä? Eine Toilette! Alter, wie geil das ein. Ah, oh Gott! Aber erstmal will ich den Fettsack holen. Ob wir stark genug für den sind? Was ist das? Oh. Wie geil, eine kleine Story. Schwumm! Warte. Yay! Nanu? Und jetzt? Spooky! Spooky! Geister in der Bibliothek! Janine! Ring, ring! Ghostbusters! Miau, miau, miau! Und hier steht Bio, Bio! Das ist natürlich der Oberhammer. Okay. Hallo Tom Janina, hier ist Ray Stantz. Freut mich, dich kennenzulernen. Bitte komm sofort in den Ghostbusters-Lagebesprechungsraum. Okay. Ja. In dieser Ecke des Labors analysieren wir weltweit geisterhafte Erscheinungen, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen. So verhindern wir, dass die Welt untergeht. Ja, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Ich hoffe, du wirst uns dabei tatkräftig unterstützen. Ja. Ha! Vielleicht kann dir Tom Jolina ja bei der Sache mit der Bibliothek helfen. Wir haben gerade einen Anruf erhalten. Es geht um fliegende Bücher. Eine Ausgabe von Krieg und Frieden. Hätte eben jemand fast den Kopf abgerasiert. Oh. Hier, ich habe den Ort auf der Karte markiert. Na dann, mal los mit dir. Okay, aber eigentlich wollte ich das jetzt nicht machen. Können wir mal machen. Das ist wahrscheinlich eine Art Story-Mode, ne? Was ich natürlich auch nicht schlecht finde gerade. Aber ich hätte gerne nochmal den fliegenden Scheißhaus nochmal gerne besiegt, tatsächlich. Hm. Oh. Psst. Ja, psst. Psst, alles gut. Psst. Da ist sie! Eleanor Twitty, die graue Dame. Die erste Manifestation von... Es ist die Bibliothekarin. Ray, nicht jeder Geist braucht einen Dutzend Namen. Okay, Tom Jelina, sie gehört dir. Ja. Bitte lächeln. Oh, Alter. Auf einmal sieht die heftig aus. Scheiße, was ist los mit dieser Frau? Oh, Alter, wo will die denn hin? Da. Da komm ich nicht hin. Ja, genau. Hinter mich, ob die doof ist? Warte, ah, ich kann nicht. Da. Komm, Mutti. Ah, das mit Contact. Achso, wir machen übrigens Werbung für gewisse Bekleidungsläden hier. Oh, meine Kamera hat gerade verkackt. Warte. Du hast es schon wieder geschafft, Tom Jelina. Wenn du weiter so machst, dann geht das Abendessen auf Ray. Ja. Büchereigeist gefangen. Schließen. Ja, geil. Jetzt haben wir hier so ein Transporter direkt vor unserer Nase. So, aber das ist, ja. 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 Okay, pass auf, genau. Dankeschön. Wie viele Minuten haben wir jetzt? 10 gleich. Wenn du mich jetzt hier anquatschst, Freundchen, dann werde ich dir gleich deine scheiß hässliche Fresse polieren. So. Okay, wir wollen die Kloschüssel besiegen. Weißt du was? Charakter und Ausrüstung. Oh, wir haben was Neues dazu bekommen.
deine Ausrüstung kann durch Forschung verbessert werden. Schauen wir uns zuerst deinen Partikelwerfer an. Ja, denn. Wow, von Level. Ja. Ja. Wahrscheinlich würde es normalerweise Geld kosten, denn oder was, ne? Das ist, genau. Dafür sammeln wir diese Edelsteine wahrscheinlich auch ein. Jetzt abschließen. Schwupp. Ja. Igen, halt jetzt die Klappe, Igen. Igen, ruhig. Ja, sofern du dich auf dein Glück verlassen willst, ist Forschung der beste Weg, dich für immer stärker erscheinen zu wappnen. Okay, so. Oh, was ist los? Redet untereinander, nicht mit mir die ganze Zeit. Ja, gut. Ja. Du kannst jetzt mal deine Klappe halten, Igon. Solltest du auf einen Geist mit mehr Gesundheit stoßen, möglicherweise. Okay. Okay, wir könnten jetzt einen zweiten Partikelwerfer freischmeißen. So. Nein! Jetzt hör doch mal auf, Egon! Ich will das nicht, Egon! Mann! Ey, ich will hier Geister killen, Mann, und nicht euren Scheißkram da machen, ey. Ja, es ist natürlich mega geil. Bloß wenn man irgendwie im Auto sitzt und nicht allzu viel Zeit hat und das scheiß Handy da unten hupi hupi macht, dann kriegt man auch irgendwann auch mal ein bisschen. Ich will doch hier nur eine schnelle, gute. Geil, mein Gesicht. Warte, ich muss mal eben die Kamera ausschalten. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Ja, aus. So. Ja, und du hörst auf zu labern. Der ist ganz schön hässlich. Ja, So. Du musst deine Waffe wechseln, um den Bu. Okay. Okay. Was hat er jetzt gemacht? Du scheinst ja alles im Griff zu haben, ja. Habe ich ihn tatsächlich nicht getroffen? Oh, was ist denn der hässliche Tier? Oh, scheiße. Ich bin voll geschleimt. Oh, okay. Destabilisiert. Siehst du, ist schön. Den haben wir natürlich jetzt nicht gefangen, ne? Den haben wir tatsächlich ja, komplett ausgelöscht. Komm schon, Inna, wir haben einen massiven Ausschlag auf dem PKE-Meter. Ja. Oh! Auf dem Timeshare gibt es ein Problem und die anderen Ghostbusters sind gerade beschäftigt. Oh, du musst da sofort vorbei, am besten schnell noch. Ich habe dir einen Ort auf der Karte markiert, beeil dich! Ja. Ja. Na dann mal los. Oh, verdammt! Ja, du wütender Höllenhund! Wir haben hier eine harte Nuss für dich, Tom Selina. Ein Schreckenshund namens Suhl, ein alter zäher Brocken. Aber du kommst schon klar! Ja, danke! Aber überhaupt, du wirst sie nicht mit deinem Partikelwerfer fangen können. Um Bossleben zu schwächen, wirst du alles brauchen, was dir zur Verfügung steht. Oh, okay. Ah! Habe ich jetzt, Na, mein Junge, was ist los? Ich glaube, er ist jetzt ein bisschen wütend. Nur noch ein bisschen. Ja, dann halt die Schnauze, Wankman! Ah! Wow!
Die ist geplatzt. So, dabei haben wir den zum Platzen gebracht und, ja, hört auf zu labern. Das ist sowieso scheiße, was ihr alles sappelt, ihr hässlichen, nachgemachten Ghostbusters-Menschen. So, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen, wahrscheinlich zur neuen Folge. Und, ja, Abo dalassen, Daumen nach oben. Wir sehen uns. Schreibt was in den Kommentaren rein und ciao, Freunde!